Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Disco-Armor programmieren könnt. Dazu habe ich schon die folgende Klasse vorbereitet. Ja, hier haben wir erstmal ein statisches Attribut, das nennt sich Disco-Armor. Das ist eine Hashmap. Die wird hier direkt mit dem statischen Konstruktor initialisiert. Genau, dann haben wir zwei statische Methoden. Einmal Z-Disco-Armor. In den Parametern jeweils Player und ja, der wird dann praktisch eine neue Disco-Armor für den Spieler erzeugt, wenn sich hier der Spieler praktisch noch nicht in dieser Hashmap befindet, also als Key hier, wenn der sich noch nicht darin befindet. Das machen wir mit dieser Contents-Key-Abfrage und dann wird praktisch ein neues Disco-Armor-Objekt erstellt. Das seht ihr hier. Haben wir nämlich den Konstruktor für Disco-Armor, das ist dann für ein neues Disco-Armor-Objekt. Da müssen wir praktisch Spieler übergeben und da werden hier praktisch auch die Attribute von der nicht statischen Klasse initialisiert. Und ja, einmal den Spieler und es wird ein neuer Random gemacht, mit dem wir dann praktisch später die zufälligen Farben generieren. Und ja, wenn ein neues Objekt initialisiert wird, dann muss selbstverständlich das in diese statische Hashmap reingepackt werden, damit wir das dann später alles halt überprüfen können, ob er überhaupt schon sowas hat und sowas. Und dann wird dieser Disco-Task praktisch gestartet. Hier wird dann der Disco-Task initialisiert, damit man den dann später canceln kann, auch außerhalb natürlich. Man will den logischerweise ja nicht nur innerhalb canceln, sondern vielleicht auch mal außerhalb, deswegen macht man das. Ja. Genau. So. Nun machen wir uns halt lokale Variablen halt in der Methode drin, damit wir praktisch darauf schneller zugreifen können, weil sonst müssen wir mal disco.sys. Und so schreiben und es geht halt schneller. Einfach nur so aus Einfachheitsgründen. Ja, hier auch dafür natürlich. So, und jetzt kommt das Wichtigste. Jetzt wählen wir eine zufällige Farbe aus mit dem RGB, also rot, grün, blau bedeutet das. Und hier ist rot, grün und blau. Und die Farbe setzt sich aus diesen drei primären Farben zusammen, halt aus Rot, Grün, Blau. Und ja, draußen steht dann hier schön dieses Color-Objekt. Und wir machen deshalb 256, weil man kann in den Parametern eine Zahl von 0 bis 255 eingeben. Und weil wir praktisch dementsprechend dann 256 Zahlen insgesamt haben, weil 0 zählt ja auch dazu, müssen wir 256 dann nehmen. Ja, genau. Gut. Jetzt als nächsten Schritt, nachdem wir die Farbe haben, setzen wir die Lederrüstung. Dazu erstellen wir einen neuen Array. Ja, wir geben hier halt keine Größe an, weil wir den halt direkt initialisieren. Dann, ja, können es direkt so machen, weil wir wissen ja, was wir brauchen. Genau, und deswegen machen wir das so. Hier einmal natürlich hier mit den vier Inhalten, was da halt drin sein muss, damit wir praktisch Set Armor Contents komplett nur ausfüllen können. Einmal hier mit den Lederschuhen, der Hose, der Chestplate und dem Helm. Und dann setzen wir das Ganze dem Spieler mit p-inventory.z-armor-contents. Und ja, weil das erwartet ja halt ein Array, da haben wir hier definiert. Genau. Als letzten Schritt fügen wir die Farbe nochmal hinzu. Dadurch gehen wir praktisch durch die Items hier, die wir hier definiert haben und hier gesetzt haben, durch. In einer Vorschleife, in eine For-Each-Schleife. Und dann holen wir jetzt die Leather-Armor-Meter. Ja. Da das natürlich eine Subclass ist von der Item-Meter, können wir das hier sehr schön casten. Genau. Dann setzen wir hiermit praktisch den Color, den wir oben zufällig generiert haben. Und anschließend müssen wir natürlich noch die Item-Meter überschreiben. Das machen wir mit content.z-item-meter LAM. Genau. Und hier seht ihr dann praktisch noch, dass es ein wiederholender Task ist. Hier mit der Instanz, die wir schon den vorherigen Tutorials instanziert haben. Ja, genau, mit einer Wiederholung von 3 Ticks. Also ein Bruchteil einer Sekunde. Genau, 3 Bruchteile einer Sekunde. Genau, das ist richtig formuliert. Ja, dann haben wir noch hier die schöne Public Remove Methode. Er wird erstmal abgefragt, praktisch, ob er überhaupt da drin ist, damit es zu keiner Null-Pointer-Exception kommt.
Danach wird der Task gecancelt, damit er nicht weiterläuft und weiter Performance frisst, obwohl es gar nicht nötig ist. Ja, und dann wird noch natürlich die Rüstung weggesetzt, damit er sich nicht irgendwelche Rüstung hier cheatet. So, jetzt haben wir drei Sachen, die wir machen müssen. Einmal beim On-Player-Join-Event müssen wir praktisch diese Rüstung setzen. Beim On-Player-Quit-Event entfernen wir sie, damit der Task einfach nicht weiterläuft, einfach aus dem guten Gewissen, so, wisst ihr. Und dann noch beim Inventory-Click-Event, damit der Spieler sich nicht die Rüstung wegziehen kann. So, machen wir jetzt erstes hier mal. Ja, ich habe das hier in einen halben sekündigen delayed Task reingepackt, einfach nur, damit es nicht direkt beim Join ist. Weil man muss da immer ein bisschen Warteraum für den Server lassen, weil das spackt sonst manchmal mit manchen Sachen. Genau. Und so benutze das dann praktisch DiscoArmor.z, DiscoArmor und als Parameter hier den Spieler. Ist halt eine statische Methode, deswegen müsst ihr davon kein Objekt erzeugen. Das ist ziemlich praktisch, natürlich auch als Klasse, die ihr euch dann einfach ziehen könnt und überall verwenden könnt. Ja, genau, das ist halt dieser Sinn von diesen schönen Klassen, die halt alles in einem haben, was halt notwendig ist und auch nicht überflüssig irgendwas, genau. Gut. Als nächste Klasse machen wir ein Player Quit Event Listener. Der implementiert auch einen Listener. Natürlich jetzt ein Event Handler, Public Void on Quit, Player Quit Event E. Und hier oben ist ein Spieler. Und jetzt praktisch machen wir DiscoArmor.removeDiscoArmorP. Das war's schon. So, jetzt brauchen wir noch eine Klasse, die heißt Inventory Click Event Listener. Das muss auch wieder ein Listener implementieren. Add Event Handler Public Void on Click. Inventory Click Event E. Player P gleich E.get. Ah, A.get.who klickt natürlich. Das wird dann noch importieren. So, da müssen wir das casten. Also ist eigentlich unlogisch, dass man es casten muss, weil ja, ist für eine Human Entity. Ja, genau. Also meiner Meinung nach natürlich. Und jetzt fragen wir auch, ob der Slot Slot-Type.Armor ist. Wir müssen praktisch noch zwei Sachen abfragen. Und jetzt fragen wir noch ab, ob. Ah, wir schreiben jetzt eben noch eine Methode. Die heißt public static boolean has disco armor player p. Wenn, jetzt machen wir so. Return discoArmor.containsKey P, dann true und sonst false. Also es ist so eine logische Rückgabe, sage ich jetzt einfach mal, von Java. Und hier wird praktisch der Wahrheitswert abgefragt, ob der Spieler sich in dieser Hashmap drin befindet. Und das bezeichnet praktisch die WAR-Methode. Wenn diese Bedingung hier erfüllt ist, dann ist praktisch das die WAR-Methode. Also wenn das halt wahr ist, dann wird das hier ausgeführt und das bedeutet praktisch für den Else-Fall. Halt sonst halt false natürlich. Ja, genau. Haben wir so eine schöne kleine Methode. Jetzt fragen wir mal ab. Has_disco_armor_p. Dann machen wir E.set cancel true. Und davor können wir meinetwegen noch abfragen. Ob das irgendwie outside ist, weil bei mir gibt es dann irgendwie immer Fehler. Dann machen wir Return. Und jetzt werden wir noch die zwei Events registrieren. Einmal den Quit-Listener dann noch und den Inventory-Click-Event-Listener.
Event-Listener. Ja, genau. Das war's jetzt. Und dann können wir das Ganze jetzt exportieren. Warte mal kurz, ich habe gerade Internetausfall. So. Ja. Es hat noch eine Sache aufgefallen, wie wir das ein bisschen schöner machen könnten. Wir brauchen ja nur einmal die Lederrüstung zu setzen. So, dementsprechend fragen wir mal ab, ob Asmodai Helmet nicht null ist und ob der Helmet getype ja, okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Das ist jetzt praktisch alles erstmal eben kopieren. Get chestplate. Get chestplate. Ich pausiere das mal eben kurz, müsst ihr praktisch für jedes einzelne Ding davon machen. Sorry, ich habe eben alles umgeändert. Also praktisch mit Oder abfragen, weil nach der ersten Oberabfrage wird es halt. Zum Beispiel, wenn es halt kein Helm habe, wird es halt alles sofort gesetzt. Ja, dementsprechend wird es halt hier schon abgebrochen sein. Falls der Helm 0 ist, ja. Wird alles abgefragt, ob irgendeine Bedingung praktisch davon erfüllt ist. Und wenn irgendeine Bedingung davon erfüllt ist, wird praktisch Lederrüstung direkt gesetzt, weil wir wollen keine halben Sachen machen. Und ja, dann können wir das jetzt nochmal exportieren. Ja, wir müssen am Ende noch ein p.player.update Inventory hinzufügen. Und ja, wenn ihr das macht, dann habt ihr ein einziges Problem praktisch, dann könnt ihr praktisch keine Sachen im Inventar bewegen, weil das Inventar jede Sekunde aktiv, also geupdatet wird. Ist dann ja logisch, dass dann ihr keine Sachen bewegen könnt. Und dann müsst ihr euch halt mit meiner Methode hier praktisch eure Sachen halt so umschreiben und einbauen, dass ihr hinterher ein gutes Ergebnis habt. Und ja, ihr könnt die Methoden, die Klassen jetzt selbstverständlich natürlich auch umschreiben, einfach zu eurem Belieben. Aber so sollte eigentlich ganz gut sein. Und ja. Gut. Also, ich würde es halt empfehlen, ohne Update Inventory halt. Dann könnt ihr halt auch so immer benutzen, aber naja, gut. Ja, das war's und bis dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder so, dann schreibt es in die Kommentare. Ideen sind auch gerne gesehen. Jo, bis dann.